Hallo, mein Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In Josua 24, 14 schreibt es: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und Rechenschaft und lasst fahren die Götter und dient dem Herrn. Hier sagt Gott nicht, sündigt nicht, sondern ihm treu zu sein und rechtschaffen. Was heißt rechtschaffen? Das heißt, dass man theoretisch der Wahrheit nachzugehen. Also man soll nicht lügen, man soll nicht den anderen berauben oder irgendwie Zinsen auflegen oder benachteiligen, sondern rechtschaffen sein. Und lasst fahren die Götter. Lasst mich der einzige Gott in euer Leben sein. Gott sagt hier nicht, sündigt nicht. Denn Sünde hat sehr viele Gesichter. Ein böser Gedanke, ein böses Wort, schon alles kann zu Sünde werden. Und das weiß Gott, dass wir im Fleisch, in dem wir leben, dass wir nicht hundertprozentig vollbringen. Aber trotzdem alles, dass wir in Schwachheit leben, dass wir die eine oder die andere Sünde tun, trotzdem sagt Gott, seid dem Gerechtigkeit gewachsen. Gerecht zu werden, den anderen zu heben, nicht zu unterdrücken, den anderen zu geben, nicht von ihm zu nehmen, den anderen zu begleiten und nicht ihn stolpern lassen. Rechtschaffen sein heißt wirklich auf die Gerechtigkeit, auf Hilfe, lieben, tragen, geben und nicht nachtragend sein und den anderen unterdrücken. Gott sagt nicht hier, ihr sollt perfekt sein. Ihr sollt nicht anderen Götter nachlaufen. Und das ist sehr wichtig, dass wir in unser Leben nur einen Gott haben. Auch wenn wir im Leib und in unserer Schwachheit oft Fehler machen, trotzdem ist es uns wichtig, Gott anzuhängen. Deswegen ist Jesus Christus gestorben. Wir haben einen Hohepriester. Ja, und dieser Hohepriester ist etwas, wo wir sagen können, der hat unser Leid getragen. Ja. Und wir wissen, dass das alte Gesetz gestorben ist, denn ein neuer Hohepriester haben wir und ein neues Gesetz haben wir. Das ist in Hebräer 7 so deutlich geschrieben. Deswegen wundert ich mich, dass die große Bibelleser Hebräer 7 nicht verstehen. Ein neues Gesetz, das Gesetz der Liebe. Ja, das ist der Gesetz der Liebe.
und nicht der Gesetz, der muss, wenn du nicht, dann stirbst du. Gott möchte nicht, dass wir ihn teilen. Gott möchte, dass er der Einzige ist in unser Leben, auch wenn in unserer Schwachheit vieles falsch machen. Wir machen in unserer Ehe vieles falsch. Aber trotzdem, wenn unsere Ehe in der Liebe ist, wird viel vergeben und kann viel aufgebaut werden. Auch unsere Kinder, die sehen, dass wir zugeben, dass wir schwach sind und dass wir oft falsch sind. Genau das treibt auch unsere Kinder zur Gerechtigkeit hin. Fürchte den Herrn, wenn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, dann weiß ich auch, einen Moment, ja? Möchtest du Spaghetti? Später esse ich. Ja. Das Furcht des Herrn, fürchte den Herrn, das heißt nicht, ich lebe in Angst vor ihm, sondern ich weiß, ich lebe in der Gewissheit, dass Gott Sünde nicht mag. Aber umso mehr, dass Gott mag es nicht, wenn ich ihn teile, wenn ich mit anderen Göttern ihn teile. Das mag er überhaupt nicht. Und das sehen wir in dem Alten Testament im Leben Israels. Gott hat immer gesagt, ihr seid anderen Göttern nachgelaufen. Und das ist ein Gräuel vor dem Herrn. Es geht hier nicht um unsere Schwachheiten, unsere Niederlagen, dass ich jetzt was falsch gemacht habe, dass ich vielleicht schlechte Gedanken hatte oder einen schlechten Werk hatte, sondern es geht darum, Gott nicht zu teilen. Und ich weiß, ich habe einen hohen Priester, an dem ich mich immer wenden kann, Jesus Christus, der für mich starb. Meine Lieben, das Thema Entrückung. Als ich vor 6 oder 7 Jahre mein erstes Video gemacht habe. Der Anlass war wirklich Endzeit. Da weiß ich ganz genau, ich habe von MCM Reporter ein Video gesehen. Und da war ich wirklich enttäuscht. Ich war überrascht. Ich war aufgeregt. Und da habe ich mir gedacht, ich mache ein Video. Aber vorher habe ich lange gebetet, dass der Herr mir ein Amt gibt. Und anscheinend war dieses Amt hier auf YouTube. Und als ich mein erstes Video gemacht habe, war ich so in Zweifel, wie werden die Leute reagieren drauf? Und ich war überrascht, dass Geschwister immer mehr wollten. Und so kam es eins nach dem anderen. Und jetzt mittlerweile sind über 1000 Videos. Und ich bin überrascht darüber, dass Gott wirklich diese Themen mir gegeben hat, dass ich das auch machen durfte. Und ich bin sehr froh dafür. Und ich bin sehr froh über diese Zeugnisse, wo die sagen, dass viele neue Erkenntnis und den Weg gefunden haben, dass sie sich bekehrt haben und dass sie wirklich in Gottes Furcht leben. Meine Lieben, ich bin 63 geboren, 1963. Ich bin jetzt 58 Jahre. Ich bin als kleines Kind in einer
Glaubensfamilie geboren wurde. Meine Eltern waren sehr schwer gläubig. Mein Vater war Missionar. Meine Mutter war eine Frau, die sehr vielen Armen geholfen hat. Tausende in ihrem ganzen Leben. Und ich kann nur stolz sein auf meine Eltern, die jetzt beim Herrn sind. Ich bin gewachsen in der Gemeinde und ich weiß noch, als kleines Kind sind wir immer mitgenommen worden und wir mussten an der Bibelstunde teilhaben. Und wir waren still, nicht wie heute. Heute, wenn die Kinder in die Gemeinde kommen, sind sie bei der Predigt gar nicht da. Sie haben die Sonntagsschule während der Predigt und da dürfen sie spielen und machen und tun und sind sie vom Wort weggezogen. Man meint gar nicht, wie wichtig das damals war. Wir als Kinder mussten während der Predigt still sein und zuhören. Aber heute brauchen die Kinder keine Predigt mehr. Und das fehlt uns zu Last. Und meine Lieben, ich habe in mein Leben schon ein gemeines Leben. Ich habe als Kind, als Jugendliche in der Gemeinde in Rumänien damals, wir waren an Konferenzen, wir waren an Jugendcamps, wir hatten auch große wie Werner Gitt oder so, große Prediger aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Amerika. Aber meine Lieben, es fällt mir auf, dass ich damals bis vor 6, 7 Jahren auch in Deutschland in meinem Gemeindeleben die Predigten waren orientiert auf die Evangelien, auf die Briefe Paulus oder Petrus, Jakobus, Johannes, Judas. Manchmal gab es Predigten aus dem Alten Testament, wie David, Simson, wie Mose. Aber das Thema Entrückung war sehr selten. Wenn man über die Offenbarung gesprochen hat, in der Predigt hin, war es grundsätzlich die 7 Sendeschreiben. Aber mehr nicht. In dieser ganzen Zeit habe ich erlebt Predigten, die über die Gnade, über die Liebe, über die Errettung gesprochen hat, über was die Frau machen darf, was der Mann machen darf und solche Sachen. Entrückung war so ein nebensächliches Thema. Und an die Entrückung haben wir auch gar nicht so viel gedacht. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, da war der Papst angeschossen. Und als diese Nachricht kam, dass der Papst angeschossen wurde, haben wir gedacht, das ist der 7. Kopf und jetzt kommt der 8. Kopf, jetzt kommt die Entrückung. Es kam aber nicht. Denn nicht aus dem Papsttum wird der Antichrist kommen, wie viele es glauben, aber das ist egal. Und das war ein Gedanke für ganz kurze Zeit, 1, 2 Wochen. Und dann war es das Leben wieder weiter. Wir haben gar nicht mehr an die Entrückung gedacht, nicht geglaubt, Entschuldigung.
Wir haben gar nicht mit der Entrückung gerechnet oder gedacht oder so. Das Leben ging's weiter. Und da ging's Arbeit und Familie und was auch immer. Das war alles okay. Aber vor ungefähr 2012, da begann es mit Weltuntergang, mit der Maya. Und ab 2014 fing an mit dem Thema Entrückung. Und genau dieses Thema war, was mich auch bewegt hat, Videos zu machen. Komischerweise. Und dieses Thema Entrückung nahm bis heute immer mehr zu und nicht ab. Immer mehr zu. Immer mehr Leute kamen dazu. Aus dem englischen Sprachraum haben sich viele intensiviert in der Alten Testament, in der Prophetie eingesetzt und haben nachgeforscht und haben vieles entdeckt, die Zeichen der Zeit, in dem wir leben und den wir auch sehen. Und das Thema Entrückung wurde immer mächtiger. Und ist die Frage, ist das ein Zufall? Ist das eine Irrsinnigkeit? Oder ist wirklich etwas, was der Geist jetzt wirklich auf Vordermann bringen möchte, um die Gemeinde zu warnen, zu aufzurichten für diese Zeit der Entrückung. Was mich eigentlich sehr mitnimmt und imponiert, ist die Tatsache, dass Israel ist seit 1948 ein Staat. Dann kam das Sechstagekrieg und haben die Golanhöhe eingenommen, aber das Tempelberg war tabu. Das gehörte ihnen doch nicht. Aber seit 2014, 2015 wird immer mehr Israel das Blick auf den Tempelberg geworfen. Und es wird immer mehr berichtet davon, dass Israel auf den Tempelberg will und dass sie wollen da Altar bauen, die wollen anbeten, die wollen auf dem Tempelberg das Tempel bauen. Und genauso wie die Entrückung, genauso wird propagiert, dass Israel das Tempel bauen will. Ist das ein Zufall? Meine Lieben, es gibt etwas in Daniel 12. Da sagt Gott den Daniel in Daniel 12, Vers 4, und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchen und streifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Um was geht's hier? Halte geheim, versiegele es. Aber am Ende der Zeit werden viele suchen. Ist es nicht das, was heute geschieht, dass viele suchen? Wegen der Entrückung. Viele suchen und streifen und das Kenntnis wird vermehrt werden. Es gibt aber etwas, was anders klingt. Ab Offenbarung 22, und der Engel sprach zu mir, ab Vers 6, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der
Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seine Knechtin zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welche diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels. Da gibt's Engel und nicht der Geist. Das ist schon komisch. Der mir diese Dinge zeigte. Das soll man nachdenken, aber ist egal. Darüber möchte ich nicht sprechen. Und da sagte er hier, und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin ein Mitknecht und der deinen Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahrten, deine Brüder und Propheten, Prophetin und Brüder waren Israel. Bete Gott an und sprich zu mir, versiegelne nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Damals, deswegen sagt Johannes, die letzte Stunde ist da. Denn in der Offenbarung sagte man ihm, die Zeit ist nahe. Aber es sind 2000 Jahre vergangen. 2 Tage bei Gott. Daniel soll versiegeln bis zu Ende der Zeit. Und genau in dieser Ende der Zeit sehen wir jetzt, dass es offenbart wird. Und heute sprechen alle über Daniel, über Offenbarung, über die Prophetin, über die Endzeit, über Hesekiel, über Gog und Magog. Jetzt, die letzten 6 Jahre, intensiviert sich das Ganze. Und die Leute sagen, oh, wir wollen nichts über die Entzückung. Lass lieber die Gnade sprechen und das und jenes. Aber Gott sagt, versiegele bis zu Ende der Zeit. Und jetzt ist das Ende. Und Daniel wird offenbart für uns heutzutage, dass wir es verstehen. Weil die 70. Jahrwoche steht bevor, das letzte 7 Jahre, bevor der Herr sichtbar kommt. Aber für uns, die in Leib sind, sagt Paulus deutlich, dass wir entrückt werden. Und Paulus sagt, in den letzten Stunden, in der letzten Zeit, ist der Abfall groß und das merken wir. Meine Lieben, Daniel war bis jetzt die letzte Zeit versiegelt. Da haben viele darüber nicht gesprochen. Aber jetzt sprechen alle darüber. Jetzt sprechen alle über die Offenbarung, was nicht versiegelt worden ist, seit Jesus auferstanden ist. Weil das war etwas, was schon Jesus in Matthäus 24, Lukas 21 schon vorhergesagt hat. Also wenn jemand denkt, das Thema Entzückung ist nicht wertvoll, ist selber schuld. Die Hoffnung für uns aus dieser gottlosen Welt zu entkommen, ist die Entzückung. Und deswegen wird Daniel jetzt entsiegelt in den letzten 6, 7 Jahren. Deswegen wird Offenbarung jetzt ein tägliches Brot für uns alle. Deswegen sind die Propheten wie Hesekiel und die Endprophetin, die über die Endzeit wir sprechen, ein tägliches Brot für uns. Und meine Lieben, ich bin sicher, lange brauchen wir nicht warten. Wenn wir sehen, was heute alles passiert, nicht nur nach La Palma, wir sehen nach China, Taiwan, USA, Russland, Deutschland, Israel, dann können wir gemeinsam nur ein Lied singen.
Herr, komm bald. Und er wird kommen. Aber meine Lieben, seid getrost. Bis der Herr kommt, wisst der Herr bei uns alle Tage. Er lässt uns nicht allein. Und wir haben große Kämpfe, schwere Kämpfe heute, geistlich gesehen. Aber eins sollt ihr wissen, der Herr ist alle Tage bei uns. Alle Tage. Deswegen vertraut ihm. Aber die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Wenn wir nicht füreinander da sind, dann haben wir ein Problem. Denn die Gemeinschaft ist wichtig. Sucht die Gemeinschaft. Und lasst eure Brüder und Geschwister nicht fallen. Lasst eure Brüder und Geschwister nicht fallen. Kümmert euch um sie. Meine Lieben, Gott segne euch und bewahre euch. Und lasst euch die Augen öffnen, denn die Zeit ist da.